oder YouTube und einen wunderschönen guten Morgen hier vom Düsseldorfer Flughafen. Meine Glücksmütze sitzt. Die Koffer sind auf dem Weg in den Flieger nach 3 Wochen Bauchschmerzen und Servicewüste Deutschland bzw. Service-Sumpf. Also schlimmer geht's gar nicht. Ja, über das, was hier im Vorfeld, also in der letzten Woche passiert ist, gehe ich dann im nächsten Video oder vielleicht in der Nachmoderation ein bisschen näher ein. Also war echt krass. Ich sag mal, 6 Stunden Dauertelefonat mit Fluggesellschaft, mit Reiseveranstalter und Reisebüro. Geht einem echt an die Substanz, aber ist ja jetzt noch mal alles gut gegangen. Und wir haben die Bordkarten, das Gepäck ist auf dem Weg im Flieger und es geht in den ersten Tauchurlaub 2019. Und Überraschung, es geht nach Ägypten und zwar nach Marsa Alam und zwar nicht nur nach Marsa Alam, sondern diesmal mal ein bisschen weiter südlich, als wir sonst immer Urlaub machen, und zwar im Wadi El Gamal Nationalpark. Das ist ungefähr 100-150 Kilometer weiter südlich. Ja, ganz neues Tauchgebiet, neue Tauchplätze. Ich bin gespannt, was wir alles sehen werden. 14 Tage stehen an. Ihr seid hautnah mit dabei. Ich nehme euch wieder mit auf die Tauchgänge. Ich zeige euch das Hotel. Alles, was ihr wissen müsst, kriegt ihr dann vor Ort. Das war's dann hier jetzt erstmal aus Düsseldorf. Ich kletter jetzt erstmal in den Flieger. Wie immer gibt es ein paar Impressionen aus dem Flieger. Diesmal kann ich mal wieder aus dem Fenster gucken. Ging ja bei Emirates schlecht. Und dann melde ich mich dann aus Ägypten. Also bis dahin, euer Olli. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on herzlich willkommen hier aus 11.000 Meter Höhe. Ja, mein fliegender Teppich ist in der Werkstatt, denn auch ein fliegender Teppich braucht man gescheiten Ölwechsel. Deshalb habe ich mir heute diesen kleinen Flitzer hier geschnappt und befinde mich jetzt hier im Anflug bzw. im Parallelflug neben dem Flugzeug auf dem Weg nach Ägypten. Ja, und schon wieder Ägypten, und ja, es ist unsicher. Nein, ist es nicht. Denn Ägypten ist genauso sicher oder unsicher wie andere Urlaubsorte auf unserem Planeten. Nach der Landung gibt es dann noch einen Transfer von 1,5 bis 2 Stunden, denn unser Hotel, das Shams Alam, liegt etwas weiter südlich, als wir es sonst gewohnt sind. Und je nachdem, wie viele Hotels vorher angefahren werden, dauert der Transfer dementsprechend lange. Wir haben es sogar geschafft, einen der sehr, sehr seltenen Direktflüge nach Marsa Alam zu ergattern. Denn seit Air Berlin und Germania ihre Flügel an den Nagel gehangen haben, sind Direktflüge doch sehr selten geworden. Nach den Impressionen hier aus dem Flieger gibt es natürlich noch ein paar Fotos aus dem Shams Alam. Das Video wird noch ein paar Tage dauern, denn wie ihr wisst, gehe ich gerne chronologisch vor. Zwischen der Landung in Marsa Alam und dem Videodreh im Hotel
liegen natürlich ein paar Tage und die von euch, die mich auf Instagram und auch auf Facebook verfolgen, wissen ganz genau, dass dieser Urlaub nicht so ganz nach Plan lief und einiges passiert ist. Deshalb wird es dieses Video zu einem späteren Zeitpunkt geben. Alles, was passiert ist, habe ich natürlich in einem kleinen Videotagebuch festgehalten und es gibt natürlich auch wieder Tauchvideos. Ich verabschiede mich jetzt hier aus dem Flugzeug und melde mich dann aus Ägypten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Olli. Fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on. Meine Freunde, das waren hier die ersten Bilder aus Ägypten. Im nächsten Video machen wir dann erst einmal unsere Ausrüstung nass und erkunden per Schnorchel das Hausriff hier am Shams Alam in Ägypten. Ich hoffe natürlich, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Ich hatte mich zwar schon von euch verabschiedet, aber ich tue es gerne nochmal. Ich freue mich natürlich wie immer auf nette Kommentare, den ein oder anderen Daumen in nördlicher Richtung und neue Abonnenten. Wir sehen und hören uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euer Olli.